Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute geht es um den Pepper mal wieder und unseren Teddy. Und zwar wollen wir hier ein paar Sachen nachrüsten, wie zum Beispiel eine 12-Volt Steckdose. Wir rüsten die USB-Dose von über der Dinette um in eine Zweifachdose. Und ansonsten schauen wir uns nochmal das Navigationsgerät an, dass wir da auch nochmal USB nachrüsten. Und was haben wir noch? Lasst euch überraschen. Ja, beginnen tun wir mit der 12-Volt-Dose. Die werden wir in der Dinette sozusagen nachrüsten, und zwar unterhalb des Sitzkastens. Ich zeige euch das einfach mal. Hier haben wir jetzt sozusagen die Truma Standheizung, und dort ist der Elektrokasten. An diesem Elektrokasten sind noch zwei Anschlüsse frei. Das eine ist ein Anschluss, der ist für die Solarregelung, wenn man denn Solar hat. In diesem Fahrzeug ist aktuell kein Solar. Und den anderen Anschluss ist im Endeffekt auch ein Ausgang, der direkt auf die 12 Volt Batterie geklemmt ist, und daran werden wir rangehen. Wir haben uns dort Stecker besorgt, diesen Stecker habe ich jetzt sozusagen schon vorbereitet. Und die Steckdose wird dann hier auf die Seite hier vorne sozusagen aufgesetzt, also reingeschraubt und reingebohrt. Das schauen wir uns jetzt mal an, wie das geht. Also ich habe das schon alles ein bisschen vorbereitet. Wir haben uns eine 12-Volt Steckdose gekauft. Das ist im Prinzip hier so ein Verschluss, den man dann da drauf setzt. Und was wir auch noch gekauft haben, sind diese Anschlüsse hier. Das ist im Prinzip ein Stecker, der für diesen Elektroblock gemacht ist. Wo wir den her haben, das blenden wir euch auch nochmal ein. Man muss sich sozusagen das Kabel zurechtbauen und muss dann dementsprechend das pressen in diese Litzen, die da jetzt sozusagen von innen schon drin stecken. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da sind so kleine Stecker, und die muss man dann halt dementsprechend vorbereiten. Das gleiche gilt dann natürlich hier hinten. Hier muss dann auch nochmal einmal die Fassung gepresst werden, und dann kann man das Ganze verbauen. Und ja, in dem Fall sind das jetzt Kabellänge 70 cm, und die sollten gut ausreichen. Ja, was wir gemacht haben, wir haben jetzt kurz getestet, ob das Ganze auch funktioniert. Das heißt, ich habe den Stecker in die Steckdose dort reingesteckt und habe dann dementsprechend einfach mal auf die 12-Volt-Dose einmal gemessen. Strom kommt an, und dann haben wir noch einen 12-Volt Staubsauger betrieben. Das hat auch geklappt. Was wir jetzt machen werden, ist hier an der Seite das Loch vorbereiten, dass wir das Ganze dann dort verschrauben können. So, ja, womit wir beginnen werden, ist mit dem Vorbohren. Wir haben uns das Ganze angezeichnet. Wir schauen jetzt hier mal runter. Zwischen der Steckdose und dem Auslass von dem von der Heizung werden wir das genau mittig setzen. Ja, im Endeffekt mache ich jetzt nichts anderes. Vorher habe ich geprüft, ob dahinter irgendwas läuft. Da läuft eine Gasleitung, die ist aber noch weit genug weg. So, einmal vorgebohrt, das war es auch schon. Jetzt kommen wir in der Mitte raus. Und was wir dann machen werden, ist mit dem Forsterbohrer nacharbeiten. Die ganze Aktion mit dem Forsterbohrer. Schauen wir mal, wie das läuft. Scheinbar ist der Akku leer. Ja, müssen wir erstmal Akku tauschen. So, wie wir sehen, voller Akku, mit dem soll es natürlich besser gehen. Also das Ganze wieder ansetzen, und dann geht's weiter. Schluss muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, dass das nicht alles komplett ausfranst, und dann sollte es das gewesen sein. Was wir natürlich machen, ist die Steckdose erstmal aufschrauben, und jetzt werden wir das Ganze so hinsetzen, dass wir das Ganze da dann durchschieben. Wenn wir natürlich richtig gemessen haben, sollte das auch passen, wie das jetzt hier auch der Fall Gott sei Dank ist. Und dann heißt das hier hinten die Gegenmutter draufdrehen.
Das ist ein bisschen fummelig. Muss mal ein bisschen gucken. Vielleicht habe ich es jetzt auch falsch rum. Dann mal gucken. Probieren wir es mal andersrum. Oh, das sieht besser aus. Und dann heißt das einfach nur ranschrauben. Und von vorne werden wir dann noch hier zwei Schrauben, damit sich das nicht verdrehen kann, noch zwei Schrauben gegensetzen. Und dann wird das Ganze wieder angeschlossen. So, damit das Ganze auch noch ein bisschen schön aussieht und dass das nicht verrutschen kann, werden wir jetzt hier mittig noch die Schrauben reinsetzen. Das Ganze mache ich per Hand, damit ich ein bisschen Gefühl habe. Und ja, zu der einen Seite die Schraube. Und das Ganze gehört dann nochmal zur anderen Seite auch noch eine Schraube rein. Dann sollte das sich auch nicht mehr verschieben können. So. So, das Kabel muss natürlich auch noch verbunden werden. Das heißt, bevor ich das jetzt da einstecke, sollte ich natürlich erst gucken, dass ich das wieder an der Steckdose befestige, dass das nicht einen Kurzschluss gibt. Und dann Plus auf Plus und Minus natürlich auf Minus. Das sehe ich jetzt nicht, also muss ich mir mal kurz das Handy zur Hilfe nehmen. Das hat ja bekanntlicherweise auch eine Taschenlampe. So, und noch ein kleiner Tipp dazu. Wenn man jetzt sozusagen hier diesen Anschluss nimmt von dem Block 3, glaube ich, ist das genau. Wir haben hier die Sicherung ausgetauscht, damit dort nicht 20 Ampere durchgehen, sondern dementsprechend weniger. Für uns reichen in dem Fall sogar auch 15 Ampere aus. Ja, damit, da wir jetzt hier sozusagen schon so gut wie fertig sind, hier ist die Dose drinne. Wir haben einen Kabelbinder, den muss ich noch abknipsen. Und dann ist das Ganze hier auf diesen Block mit angeschlossen. Man muss nur hierbei jetzt darauf achten, dieser Anschluss hat halt Dauerstrom. Das heißt, auch wenn wir in dem Bedienteil dort oben den Strom ausschalten, hat man natürlich weiterhin seinen Strom auf dieser Dose. Das heißt, nichts drauf anschließen, was dann die Batterie auf Dauer leer machen würde. Ja, was haben wir denn hier gemacht? Wir haben hier so einen kleinen Staubsauger angeschlossen. Und nun ja, ich würde sagen, wir testen einfach mal. Einschalten. Der ist so leicht, der Staubsauger. Also einmal ist er natürlich laut und der ist so leicht, dass er natürlich auch gleich umfällt mit dem Ding. Aber ich muss sagen, Leistung hat er. Ja, was wir jetzt machen werden, ist hier oben die USB-Dose austauschen. Ich habe jetzt die schon rausgeschraubt. Das ist einfach ganz einfach gemacht, dass man hier oben so einen Deckel hat. Den nimmt man einfach ab. Dann wird dort oben einfach der Verschluss aufgeschraubt und schon hat man die Dose, die man dann hier nach unten abziehen kann. Und ja, wir haben jetzt hier schon die Kabel hier gequetscht. Wir haben die schon verbunden auf die Original. Das sind die Anschlüsse jetzt hier für den neuen USB-Anschluss. Jetzt muss ich nur mal überlegen, wo habe ich ihn gehabt. Aha, hier ist er. Das ist die USB-Dose. Ein, ja, ich will mal sagen, kleines Komfortsystem. Wir haben hier einen An- und Ausschalter. Der ist jetzt sozusagen hier an der Seite, genau. Man muss einfach nur drauf drücken, ganz leicht. Das ist so wie so ein kleiner Taster. Und dann fängt dieses Ding an, blau zu leuchten. Und dann kann man laden. Wie man sehen kann, zweimal mit 2,1 Ampere. Das sollte auf jeden Fall ausreichen, um zwei Handys relativ schnell voll zu laden. Genau. Was wir jetzt machen müssen, ist einfach dieses Loch aufbohren. Und ich hoffe, das gelingt uns, weil wir haben ja in der Mitte keine Führung. Das heißt, wir müssen erstmal vorsichtig ansetzen und versuchen, dass wir dort einen sauberen Ansatz haben. Ja, und dann geht das halt los, dann einmal durch das Holz. Und wenn wir durch sind, dann heißt das, das Teil einschrauben. So, also was wir jetzt hier mal getestet haben, ist, dass wir
dort mal versucht haben, ein bisschen zu bohren. Das Problem dabei war allerdings, dass der Bohrer wirklich keine Führung hat. Und ja, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir ein Stück Hartholz genommen, habe hier am Ende ein bisschen das Ganze weggefeilt. Das hatte ich sozusagen, ja, dann hier sozusagen dran. Ich habe das ein bisschen größer gelassen, so dass ich diesen Klotz, da habe ich dann abgesägt, so dass ich diesen Klotz jetzt hier in das Loch hereinschlagen kann, so dass sich in der Mitte eine Führung sich bildet. So, das hauen wir jetzt da mit dem Hammer rein. Und genau, dann werden wir versuchen, dass wir dort eine Führung hinkriegen, so dass wir dann vernünftig bohren können. So, was haben wir kurz gemacht? Wir haben das Ding dort rein. Dann habe ich mir das Ganze angezeichnet und habe ein kleines Loch vorgebohrt, damit ich eine kleine Führung habe. Ja, jetzt versuchen wir das Ganze mal mit dem Forsterbohrer. Mal sehen, ob das Ganze funktioniert. Ja, was soll man sagen? Ist gut gelaufen. Jetzt gucke ich gerade mal kurz. Was wir uns gedacht haben, der Klotz, der geht natürlich bis nach oben mit durch, das ist klar, aber das ist auch nicht schlimm. Der hat uns eine gute Führung geboten, bis ganz oben hoch und wie man sieht, ein sauberes Loch ist entstanden. Ja, was wir jetzt machen ist die USB-Steckdose, die wir ja vorhin schon mal sozusagen getestet haben, jetzt einbauen, ranschrauben und ja, anschließen. Fertig ist die Kiste. Soweit, so gut. Hat alles gut geklappt. Ja, durchgebohrt und so weiter hatten wir ja. Ja, wie man jetzt hier oben sehen kann, ist hier diese Steckdose und ja, an der Seite angeschlossen ist sie. Man muss nur einmal hier drauf drücken. Ganz leicht sogar nur. Und schon hat man hier, ja, ich sag mal, den Stromzufuhr aktiviert mit dem Lichtschalter natürlich. Und wenn man das Ganze nicht mehr braucht, macht man es einfach aus und dann war es das. Man muss hier nur an eins denken, wenn man in dem gesamten Auto den Strom ausmacht, ist an der Stelle auch der Strom aus. Das bedeutet allerdings, wenn man den Strom dann wiederum für das Fahrzeug freigibt, über den Hauptschalter da oben, dann muss man auch daran denken, dass man hier wieder das ausmacht, weil automatisch, wenn diese USB-Dosen Strom bekommen, dann sind die sozusagen gleich automatisch unter Strom gesetzt. Also das heißt, sie sind dann an, man muss sie dann einfach wieder abschalten. Genau. Oben im Fach. Ist alles wieder verbaut, so dass der Deckel drin ist, so dass das dann auch vernünftig passt. Man musste so ein bisschen die Anschlüsse nach außen biegen und den Deckel noch ein bisschen, ich sag mal, zurechtschneiden an den Seiten, aber das hat super geklappt. Das war jetzt auch kein großes Problem. So, was wir hier ja noch als, ich sag mal, kleine Modifikation vorgenommen haben oder werden, das ja, sieht man im Prinzip in dieser Schublade jetzt da unten. Ich zeige euch das Ganze mal. Diese Tassen, so wie sie jetzt dort stehen, sollen, ich sag mal, auch so stehen bleiben, wenn man während der Fahrt fährt. Dazu haben wir uns überlegt, wir werden Schaumstoff, was wir auch, ich sag mal, bei uns in dem anderen Fahrzeug drin haben, haben wir einfach eine Schaumstoffplatte gekauft. Die ist auch, ich sag mal, ja, lebensmittelecht, sage ich mal so ungefähr. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie man das Ganze benennt. Ich sag mal, draus trinken sollte man nicht, aber zumindest irgendwie spielgeeignet, also kinderspielgeeignet oder irgendwie so. Ja, da werden wir jetzt sozusagen ja, runde Kreise ausschneiden, wo dann die Gläser und die Tassen drinne stehen genau und werden dann die dort reinstecken können. So verrutschen die während der Fahrt nicht, es klappert nichts und genau, alles ist sozusagen gut gesichert. So, wir haben das Ganze jetzt zurechtgeschnitten. Das sieht dann so aus, also ohne dass die Ausschnitte da sind, sozusagen. Also es ist einfach nur eine Platte aktuell. So, und weil wir uns jetzt ein bisschen Mühe gegeben haben und die ja, Löcher sozusagen vorgezeichnet haben, als die Tassen wieder ausgerichtet wurden, haben wir jetzt ja, die Löcher fertig und wie man sieht, alles ist gut befestigt und kann sozusagen hier nicht mehr hin und her. So, wenn ich die Schublade hin und her wackel, da passiert gar nichts mehr dran. Also,
Tipptopp. Ja, was soll ich sagen? Jetzt sitze ich hier und weiß nicht weiter. Nein, Quatsch, ich weiß schon weiter. Wir haben uns diese tollen Bikeholder gekauft von Bikeholder, von der Firma Bikeholder. Und ja, wie soll ich sagen? Wir haben ja hier hinten noch ein paar Fahrräder, die wir hier unterbringen wollen. Und wir haben eben ein Fahrrad hier drin gehabt, haben das Fahrrad in dieser Position ausgerichtet und dann dementsprechend uns schon mal hier die, ja, die Anzeichnung gemacht, wo dieser Bikeholder befestigt werden soll. Wir haben hier ein kleines Problem. Das Brett hier über uns ist relativ dünn und wir werden diese Löcher hier, die habe ich jetzt schon auf 6 mm aufgebohrt, sodass wir mit einer M6-Schraube gut durchgehen können. Und dann werden wir von oben mit Scheiben arbeiten. Das heißt, wir werden die durchbohren hier oben und werden dann Scheiben draufsetzen, damit die ein bisschen mehr Auflagefläche haben, die M6-Schrauben. Und von unten wird das dann Ganze verschraubt. Wie das dann aussieht, das seht ihr dann gleich. Wir fangen jetzt erstmal an, das zu bohren und zu, ja, bearbeiten. So, Schleifen gehört auch dazu. Wir haben das gerade mal ein bisschen ausgelotet. Ich habe ja hier so eine großen Scheiben, das sind 40er. Und dadurch, dass bei diesem, ich sag mal, bei der Aufnahme nicht 40er Scheiben 4 Stück nebeneinander passen, passen wir das Ganze ein bisschen an. Ich schleife das einfach und ja, wie das im eingebauten Zustand aussieht, das ja, seht ihr dann gleich, wenn ich im Auto bin. Ich habe mir mein Licht angemacht. Man hat mich hier eingesperrt. So, Scherz beiseite. Hier sind die Bikeholder. Wir haben die oben durchgeschraubt, also das heißt durchgebohrt, haben von unten innen Scheiben gesetzt. Das zeigen wir euch gleich nochmal. Dann haben wir die Teile hier ja, befestigt, haben das hier an der Sattelstange gemacht. Bei dem anderen Rad genauso. Und ganz ehrlich, das hält so bombenfest. Also, das ist mega gutes Prinzip, wirklich. Tolle, tolle Sache. Ja, das Einzige ist halt, dieses Brett ist halt wirklich relativ dünn. Also es ist nur so viel. Und ich denke, dass das mit den Scheiben schon eine bessere Idee ist, weil dann mehr Druck auf dem Holz aufgenommen wird. War für mich auf jeden Fall, ich sag mal, das die bessere Lösung dazu. Ja, schauen wir jetzt nochmal von innen und dann kümmern wir uns um die hinteren Befestigungsleisten hier, damit wir da auch noch eine Ladungssicherung haben. Denn man soll ja ladungssicher unterwegs sein. Ja, ein kleines Montagerezept. Was machen wir jetzt hier mit dieser Schiene? Wir, dadurch, dass das hier so ein bisschen, naja, ich sag mal, hohl ist und so weiter, haben wir uns gedacht, wir schrauben das an, aber wir werden das auch ankleben und zwar mit Montagekleber. So, und dann heißt das ausrichten, so dass das gerade ist. Und dann geht das da ganz an die Wand ran. Mal gucken, dadurch, dass der Wagen nicht gerade steht, ist das natürlich ein bisschen schwierig, aber ich werde das, glaube ich, wahrscheinlich mit Augenmaß machen. Ja. Oben und unten messen. Jo, gute Idee. Okay, perfekt. Also mit Messen geht es natürlich auch. Und dann heißt das randrücken. Es ist schließlich Montagekleber, also von daher, der hält natürlich dann auch eine Menge. So, und dann geht das Geschraube wieder los. Ich mache das Ganze lieber mit einem Schraubendreher per Hand, auch wenn es ein bisschen mehr Arbeit ist, aber man hat mehr Gefühl da drin, weil so toll und stabil ist die Wand natürlich auch nicht. Aber es reicht zumindest, um leichte Sachen wie einen leichten Tisch und Campingstühle, die ja sowieso leicht sein sollen, weil sie ja mitgenommen werden sollen, zu befestigen.
Ja, das Ganze noch zweimal. Und dann haben wir's. So, Arbeit vollbracht. Wir haben die ganzen schönen Stangen jetzt hier dran. Wir haben insgesamt 4 Stück gesetzt. Dieser vordere Bereich sowie der linke Bereich ist gleich groß. Das heißt, hier könnten wir rechte Seite einen Tisch zum Beispiel hinpacken, linke Seite dann die Stühle. Und in der Mitte ist das ein bisschen weniger, weil hier muss ja noch der, weiß ich nicht, wo er ist. Ich glaube, der liegt hinten bei den ganzen Sammelsurium, was ihr schon mal gesehen habt oder vielleicht noch sehen werdet, was wir alles ausgepackt haben. Und das passt hierhin. Das ist nämlich der Wagenheber und dieses Bordwerkzeug, was es zu diesem Fahrzeug dazu gab. Genau. Wir kümmern uns jetzt dann weiter, würde ich sagen, um das Radio. Also sprich, um das Nachrüsten von dieser CarPlay-Funktion von Apple beziehungsweise Android Mirror Link oder sowas, wie das heißt. Ich weiß es nicht genau, wie es bei Android heißt, aber auf jeden Fall das Anbinden der Telefone. So, kommen wir mal zum nächsten Thema. Wir haben das Navigationsgerät schon mal ein bisschen rausgebaut, weil wir nicht genau wussten, wie es funktioniert und wie man das rausnimmt. Als erstes muss man von diesem Navigationsgerät diesen Rahmen abnehmen. Und zwar ist das relativ einfach mit diesen Clipsen. Da muss man halt aufpassen, dass man die dann dementsprechend nicht abbricht. Die klemmen hier drauf und dann kann man mit einem, mit so einem, ich sag mal, ich habe ja diesen gelben Spachtel dort rein, den nach unten drücken und dann kriegt man die Dinger halt hoch. Hier unten sind diese Anschlüsse für den Rahmen dann dran, die muss man dann abklipsen. Ja, und zum Schluss haben wir noch 4 Schrauben von diesen hier, die sind dann so groß ungefähr und die stecken dann hier an der Seite überall drin, müssen dann dementsprechend entfernt werden. Ich habe im Internet eine USB-Dose bestellt. Und zwar ist das USB 3. Die gab es auch nur in USB 3, wäre in dem Fall auch egal gewesen. Das ist im Prinzip gleich eine Doppeldose. Ich habe an diesem Radio-Navigationsgerät direkt 2 USB-Anschlüsse, so dass ich die hinten einstecken kann. Und dieser Stecker hier, der passt genau in diese Vorrichtung, wo normalerweise der Hausanschluss, sage ich mal, vom USB, von der zweiten USB oder von der zweiten 12-Volt-Dose gelandet wäre. Und da werden wir das Ganze dann hier reinstecken und dementsprechend anschrauben. Genau, das Ganze wird jetzt mal, also versuchen wir jetzt ordentlich zu verlegen, damit das auch nicht klappert. Und dann schauen wir mal, ob alles funktioniert. Soweit, so gut. Etwas anstrengend gewesen, das Radio hier wieder reinzubauen. Es werden hier die 4 Schrauben wieder dann festgedreht, wenn das Radio drin sitzt. Und dann muss man aufpassen, dass man diese Kabel hier an dem Rahmen, dass die wieder in der richtigen Führung sind. Und wenn die dort drin sind, dann heißt das einfach nur auf das Radio auflegen und dann im Prinzip einfach nur draufklacken. Das heißt 4 Stück. Hier war eine, oben sowie unten, da war eine, so eine Klammer. Und dann war es das auch. Wir haben dieses hier rausgebaut gehabt, damit wir da dementsprechend auch das USB mit einbauen können. Ich habe von hinten die einfach festgeschraubt. Und von vorne sieht das Ganze dann so aus, dass wir hier ein Kabel haben. Jetzt testen wir das Ganze auch nochmal, bevor wir alles komplett wieder zusammenschrauben. Das heißt, das Radio einmal an. Natürlich jetzt der Display etwas dreckig, aber es wird hier gleich Musik erscheinen. Das heißt, ich mache mal eben die Musik leise, wenn das jetzt gleich geht, dauert einen Moment. So, jetzt ist die Musik leise. Das ist nochmal die Warnung für das Radio, für das Navigationsgerät. Ja, und dann im Prinzip wollen wir mal testen. Wir haben auf jeden Fall schon eins rausgefunden. Beide Anschlüsse funktionieren nicht mit Apple, also mit Car Connect, sondern nur in dem Fall jetzt der untere. Das andere kann aber ganz normal als Ladefunktion genutzt werden. Ja. Ansonsten heißt das dann im Prinzip, ja, kurz abwarten. So, musst du es einmal entsperren. Und dann funktioniert auch Car Connect oder beziehungsweise hier heißt es ja Apple CarPlay. Funktioniert einwandfrei, geht auch sehr schnell, Bedienung ist super, also ja. Dann im Prinzip anrufen und so weiter und so fort. Also läuft sehr gut. So, was soll ich sagen? Wir hatten, das hat alles soweit gut geklappt. Es war ein bisschen Fummelei, das muss man sagen.
Da waren hinter dem Radio natürlich sehr viele Kabel, weil wir hier auch eine Rückfahrkamera haben und DAB Plus und dazu gibt es später auch nochmal ein gesondertes Video. Also das Radio hat sehr viel Funktionen und dementsprechend auch sehr viele Anschlusskabel, die dort wieder verbaut sein müssen. Ja, wir blenden da auf jeden Fall nochmal ein Foto zu ein, wie das ausgesehen hat. Und ansonsten hat das soweit gut geklappt. Im unteren Stecker funktioniert jetzt CarPlay. Und der obere Stecker ist einfach nur zum Laden da, weil man ist ja nicht meistens nicht alleine unterwegs. Man hat ja mittlerweile auch überall Smartphones, also braucht man überall auch Strom. Und von daher habe ich mir gedacht, sind zwei Dosen doch ganz gut. Die Steckdose haben wir bei Amazon gekriegt. Die passt genau da rein. Können wir in der Videobeschreibung auch nochmal, ja, ich sag mal, einbauen. Ja, ansonsten hat soweit die ganze Umbaumaßnahme hier in diesem Fahrzeug geklappt. Wir haben natürlich ein paar Tage daran gebaut. Das war natürlich nicht alles an einem Tag. Aber jetzt zu der Zeit, wo Corona hier häuslich sich niedergelassen hat, ich nenne es jetzt mal so, so hört es vielleicht ein bisschen netter an, haben wir die Zeit halt gut genutzt. Und ja, warten nun darauf, dass wir auch bald wieder reisen dürfen und dann auch, beziehungsweise meine Eltern warten darauf, dass sie wieder reisen dürfen und dass sie dann auch die ganzen Annehmlichkeiten, die wir jetzt eingebaut haben, auch nutzen können. Da war das Video eigentlich schon komplett fertig. Wir haben jetzt noch schnell das gedreht, was ihr wirklich am Abschluss seht. Aber wo wir gefahren sind, haben wir gedacht, was ist das denn? Quietschen bis zum geht nicht mehr. Diese Tür hier, die hat gequietscht bis zum geht nicht mehr. Und das heißt, also das ging gar nicht. Jo. Und dann haben wir mal ganz schnell was ausgetestet und haben hier so ein Tesamoll, nennt sich das, oder? Also dieses Zeug hier an zwei Stellen verklebt, einmal hier oben, einmal dort unten. Ja, dort. Und hier. Tja, und was soll man sagen? Jetzt hier wackelt nichts mehr und wir gehen stark davon aus, jetzt quietscht auch nichts mehr. Also macht bei der Probefahrt, achtet da bitte drauf, wenn ihr fahrt, sucht euch Straßen aus und in Deutschland ist das sehr einfach, die schlecht sind und einfach mal drüber donnern und dann merkt ihr, ob das Ding quietscht. Wenn ja, Tesamoll funktioniert wunderbar. Jetzt, wo das Video fertig ist, bin ich auch mal wieder da, denn ich musste das eine oder andere mal die Kamera halten, weil der Stefan und mein Schwiegerpapa ja arbeiten mussten, da ging das mit der Kamera nicht. Also die haben schon echt hier was Gutes gemacht und wie gesagt, wir werden einzelne Sachen aus diesem Video nochmal extra darstellen, also nochmal extra euch erklären. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ist wahrscheinlich schon sehr viel Technik gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Dann abonniert gerne unseren Kanal, teilt das Video. Für Leute, wo ihr sagt, ey, die haben doch auch einen Pepper und die haben da Probleme, dann zeigt es doch denen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder hier bei einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtbulli. Tschö!